Ich glaube, liebe Mitpatientinnen und Mitpatienten, mit den heute erhaltenen Informationen können wir uns ein besseres Bild von unserer Erkrankung machen, zweifellos. Warum unsere Therapien so verlaufen, warum wir mit diesen oder jenen Nebenwirkungen leben müssen. Wir haben auch gelernt, glaube ich, dass es Alternativen gibt. Gerade jetzt zum Schluss der Rezidivbehandlung gibt es viele Alternativen. Man muss den richtigen Onkologen finden und man muss vor allen Dingen auch selbst schauen, dass man eine gemeinsame Entscheidungsfindung herbeiführt. Soll heißen, dass man wirklich alles auf den Tisch legt, welche Vorstellungen man hat und welche Erwartungen man hat, welche Dinge man schon mitgemacht hat, welche Nebenwirkungen man schon mitgemacht hat, um dann auch wirklich mit dem Onkologen bestens eine Entscheidung zu finden. Geholfen hat uns für den Fall, für den Ernstfall, das haben wir jetzt gesehen, bei der österreichischen Gesundheitskasse haben wir einen guten Verbündeten, den Magister Schmalbauer, der in dem Case Management auch schwierige Fälle auffangen kann, also soziale Probleme, finanzielle Probleme. Nützen wir die Gelegenheit, es gibt diese Fälle. Wir haben bei der Frau Dr. Willenbacher gehört, dass wir wohl unterscheiden müssen zwischen fitten und weniger fitten Patienten. Und das ist auch mehrmals gekommen. Sie haben in vielen, auch bei der Dozent Schlani, haben Sie festgestellt oder gehört, dass dort auch die Bewegung, der Sport immer wieder auftaucht, damit wir fit bleiben. Und wenn ich das gleich hinübernehmen darf zum Dozenten Willenbacher, der natürlich auch uns nichts bieten kann, was den Knochen aufbaut, wird nun maximal stabilisieren. Da gibt es keine großen Unterschiede zwischen Denosumab und Bisphosphonaten. Beide stabilisieren, vielleicht wegen der Nebenwirkungen muss man aufpassen, aber ansonsten aufbauen, da gibt es noch nichts. Mit Ausnahme, und das muss man deutlich sagen, mit Ausnahme das, was unsere Kinder ständig mitmachen, im Wachstum, nämlich Bewegung. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Wir müssen versuchen, den Körper selbst oder das Knochengerüst selbst aufzubauen und hier durch Bewegung herausfordern. Seit dem Vortrag von Dr. Schröder wissen wir, warum wir so viele Therapien brauchen. Und ich glaube, er hat das sehr plastisch erläutert. Ich bin nach wie vor beeindruckt und werde mir das sehr genau noch einmal anschauen. Aber auch die Frau Dr. Slane, Dozent Slane, hat uns gezeigt, dass es neben den Myelom-Medikamenten auch noch andere Möglichkeiten gibt, andere Dinge eine Rolle spielen, nämlich das Gewebe, das Bindegewebe im Bereich der Myelomzellen. Und es hat mich dann sehr gefreut, dass eben Dr. Schröder genau da aufspringen konnte auf diesen Zug und auch einige Aspekte im Nahbereich, sprich in Österreich, aus diesen Forschungen der Chemiker, Biochemiker, muss man sagen, anwendet und sich übertragen lassen. Also da gibt es auch in Deutschland eine Studie, haben wir ja gehört. Das wird interessant. Ich bin da nach wie vor einer der die Bewegung ganz groß schreibt. Beim Herrn Dozent Clausen haben wir gehört, dass es nicht unbewältigbar ist. Also es ist schaffbar, und das haben wir jetzt auch wieder gehört bei den diversen Meldungen, es ist schaffbar, mehrere Stammzelltransplantationen durchzustehen, sagen wir es einmal so. Es ist immer noch der Standard, außer in den späteren Linien. Das haben wir gerade jetzt vom Herrn Dr. Lechner gehört, dass in späteren Linien man sich schon überlegen sollte, ist wahrscheinlich auch eine Frage des Alters, ob man die Belastung einer Stammzellentransplantation wirklich noch einmal durchhält. Wie gesagt, ich war auch ein Begeisterter davon, aber in dem Augenblick, wo die Wirkung nicht mehr lange anhält, ist das vergebliche Mühe und da muss man dann überschwenken. Wir haben auch gehört, dass das mit den CAR-T-Cells, ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, noch einige Zeit dauern wird. Bei der Frau Dr. Strassel haben wir dafür wieder sehr interessante Dinge gehört, das spricht das Belantamab, das uns jetzt schon im Compassionate Use zur Verfügung steht, in Linz, spreche jetzt von Linz, von der Klinik der Elisabethinen, und auch das Iberdomid 2021
ein stärkeres, neueres, ausgefeiltes IMID von derselben Firma wie das REVLIMID, dass das auch in Studien nächstes Jahr zur Verfügung stehen wird. Also wir haben auch da die Möglichkeit, wahrscheinlich wird es sie in Wien auch geben, die Möglichkeit hier im Ernstfall an so etwas teilzunehmen, um zu schauen, ob da hier noch eine Wirkung ist. Wir haben jetzt über sehr oft über das REVLIMID gesprochen. Das REVLIMID ist ein Standard, ist ein 0815-Medikament geworden, sage ich jetzt vereinfacht als Laie. Es ist überall dabei, ein sogenanntes Backbone. Und daher kann von derselben Firma eigentlich nur noch was Besseres kommen. Also das werden wir im Auge behalten. Ja, und zum letzten Vortrag, zum Dr. Lechner, brauche ich nicht viel sagen. Hier haben Sie die meisten Dinge ja noch taufrisch in der Hand oder im Kopf. Und es gilt offenbar immer noch, hit hard and early, außer wenn es schon körperlich durch die Nebenwirkungen nicht mehr geht, nämlich hit hard and early, auch in Form einer dritten Stammzelltransplantation. Liebe Patientinnen und Patienten, ich habe Ihnen hier noch eine Folie aufpoppen lassen. Was ich sagen möchte, ist, dass Sie mit Ihrem Onkologen eine gemeinsame Entscheidungsfindung zusammenzubringen. Soll heißen, dass Sie wirklich versuchen, ein Gespräch zu finden mit Ihnen oder ihr. Sie danach fragen für die bestehenden Optionen, für Sie bestehenden Optionen. Fragen Sie nach dem Nutzen, nach den Risiken und Nebenwirkungen dieser Optionen, dieser verschiedenen. Und Sie haben heute gesehen, es gibt verschiedene Optionen. Es gibt immer eine Alternative. Nach den Nebenwirkungen und Risiken. Und dann bewerten Sie diese Dinge im Hinblick auf Ihre persönlichen Ziele. Mehr Quality of Life oder ein Abdrücken oder ein Niederdrücken des Myeloms. Versuchen Sie aufgrund dieser und anderer Informationen, man kann gar nicht genug Informationen sich einholen, ein Bild zu machen im Hinblick auf Ihre Ziele. Nehmen Sie sich Zeit. Das ist auch ganz wichtig. Das Myelom ist ja keine Explosion, das habe ich auch schon erwähnt. Das Myelom ist ein Marathon. Nehmen Sie sich Zeit und zu einer reiflichen Überlegung und zu einer Entscheidungsfindung. Gegebenenfalls holen Sie sich auch eine zweite Meinung ein. Ich weiß, es ist schwierig, weil wir wissen, alle Ärzte sind immer im Stress, um es einmal so zu sagen, Zeit ist ein Mangelware und Sie sollten trotzdem versuchen, wenn es nur eine kleine Meinung zu einem kleinen Punkt ist, ich erwähne immer wieder unser Myelom am Telefon, da hat man Zeit für Sie und nützen Sie das auch. Nützen Sie das auch. Und wenn Sie dann wieder mit Ihrer Onkologin und Onkologen sprechen, dann gibt es immer noch die Frage, ja, gibt es auch eine Abweichung vom Standard? Muss es immer der Standard sein? Gibt es etwas außerhalb? Was wäre das? Wenn Sie gemeinsam mit der Onkologin und Onkologen eine Entscheidung treffen, dann kann man das auch argumentieren, dass es etwas Off-Label gibt. Und auch der Herr Dr. Lechner musste zugeben, dass es keine Head-to-Head-Vergleiche gibt zwischen den verschiedenen Rezidivtherapien. Also da ist viel möglich, um es einmal so zu sagen. Und wenn Sie dazu stehen und der Meinung sind, dann tun Sie es. Und wenn Ihr Onkologin, Onkologe sagt, ist möglich, dann tun Sie es. Wenn etwas dagegen spricht, wird er das schon aufzeigen und wird sagen, also das geht gar nicht. Und dann, wenn Sie zu einer Entscheidung gekommen sind, dann setzen Sie gemeinsam diese getroffene Entscheidung um. Das wünsche ich Ihnen und in dem Sinn bedanke ich mich noch einmal für alle oder bei allen Vortragenden für Ihren Einsatz. Ich bedanke mich für das Hintergrundmanagement aus unserem Team heraus. Vielen herzlichen Dank an dich, Thomas. Ich bedanke mich auch bei der Firma Melcom, auch wenn wir ein paar kleinere Probleme gehabt haben, aber es ist nicht einfach, ich weiß nicht, wie oft das stattfindet, dass man so live und Streaming mixt. Das ist ja immer wieder mit Problemen verbunden. Jedenfalls trotz allem ganz herzlichen Dank für Ihren Einsatz und ich persönlich bedanke mich auch. Es war heute ein langer Tag. Alles Gute, bleiben Sie gesund, kommen Sie gut durch die
durch die Pandemie. Das wünscht Ihnen das gesamte Myelom-Team des Multiple Myelom Österreich Selbsthilfe. Vielen herzlichen Dank und alles Gute.